Freunde, heute ist so richtig fieses Wetter draußen. Oha. Also beste Gelegenheit, um sich einer kleinen Reparatur zu widmen. In meinem Fall heute auf dem OP-Tisch dieser kleine Patient, meine Disco-Box, die hat nämlich folgendes Problem. Da, dieses Teil sollte sich eigentlich drehen, tut es aber nicht mehr. Und ich habe schon rausgefunden, dass das Problem auf jeden Fall elektronischer Natur ist. So, schlaf erstmal wieder, Narkose. Oh. Ja, das ist auch jetzt hier, es hat einige Probleme, nicht nur das, merke ich gerade. Was ich gerne nutze, wenn ich so Kleinkram, Elektronik-Sachen repariere, ist dieses kleine USB-Mikroskop in Verbindung mit einem älteren Laptop. Der ist von 2008. Also das Ding ist 16 Jahre alt. Aber Freunde, das Ding läuft noch, da habe ich meine ersten Filme drauf geschnitten und wenn man hier das Mikroskop anschließt, dann sieht man auch schon direkt, es funktioniert. Und ihr seht schon, da kommt man richtig nah dran mit, kann sich die Bauteile angucken, die Schäden angucken. Sehr praktisch. Guck mal, dieser Widerstand hier zum Beispiel ist hier auf der Platine dieses kleine Teil da unten. Also schon ein sau cooles Teil. Jetzt zum Problem. Nummer 1, dieses Ding hier ist mega wackelig und billig. Das ist null stabil und auch selbst wenn es festgestellt ist, kann man es voll so bewegen. Und überhaupt, das ganze Setup hier aufzubauen und so, da muss es einfach eine bessere Lösung geben. Da ich diesen Laptop wirklich nur in Verbindung mit diesem Mikroskop noch nutze, möchte ich aus diesen beiden Gegenständen ein einziges Element bauen. Also, ab in die Werkstatt. Woo! So Leute, ich habe schon mal mit ein paar Materialien umgespielt. Die Idee ist jetzt erstmal grundsätzlich, diesen Laptop quasi in eine Basis einzubauen, auf die wir dann aufbauen können. Wir starten also erstmal mit einer Holzplatte. Allerdings ist die zu klein, deswegen Lager. Jetzt habe ich hier rechts und links noch ein bisschen Platz gelassen, weil hier Auszugsschienen drauf sollen, um dann eine weitere Arbeitsplatte einzubauen, die man dann hin und her ziehen kann. Warum das Ganze? Weil die Tastatur und die Maus brauche ich eigentlich gar nicht, wenn das Mikroskop einmal eingerichtet ist. Dann kann gearbeitet werden und weil diese Fläche dann quasi nicht benutzt wird, soll hier drauf gearbeitet werden. Und wenn ich aber mal ein Foto machen will oder so, kann ich das nach hinten ziehen, habe die Tastatur frei und verändere aber nicht mein Setup. Soweit der Plan, Freunde. Ich habe schon voll die geilen Visionen gerade. Oh, ich habe richtig Bock, weiterzumachen. Ich überlege mir jetzt erstmal, wie ich die Schienen befestige. Wie man sieht, müssen die auch höher, weil sonst kommt man hinterher nicht an die Anschlüsse ran. So, ich habe hier noch so ein Stück Eiche. Das wässere ich jetzt mal. Gucke ich mal, ob die Farbe ähnlicher wird. Okay, das ist ja mega. Dann schneiden wir jetzt hier einfach ein Stück raus. Hammer! So, das passt wunderbar. Jetzt müssen oben noch die Schienen eingefräst werden. Könnte ich eigentlich auch aussägen, das ist ein großes Stück. Das ist unser Stück. Schiene passt perfekt rein. Sehr gut. Leute, kleiner Disclaimer. Es ist wirklich wichtig, sich genau zu überlegen, wo wirken welche Kräfte. Wenn ich das Teil wegsäge, habe ich natürlich viel weniger Auflagefläche. Dadurch kann das Teil kippeln. Deswegen ganz genau überlegen vorher, wo muss ich welche Kraft anwenden, damit ich das Ding ordentlich durchgeschoben bekomme.
Jetzt muss ich das Brett kürzen. Das muss super genau werden, damit der Laptop schön spack da drin sitzt. Der spannende Moment. Es sollte ziemlich gut passen. Es soll so ein bisschen eingeklemmt sein. Oh. Ja, es kann nicht rausrutschen. Es ist ganz leicht eingeklemmt. Jetzt sehe ich gerade, den Deckel kann ich nicht mehr öffnen, weil der ist genauso breit wie das Gehäuse. Also müssen wir hier noch ein ganz kleines bisschen Material wegnehmen. Das ist das Geile an Holz. Du kannst es in jede Form bringen. Da oben ist jetzt noch so eine kleine Kante dran. Da ist jetzt Platz für das Display. Und aufmachen. Ja. Funktioniert perfekt. Und es hat trotzdem noch Halt. Es ist getrocknet. Auszüge dran schrauben. Ihr seht schon, das ganze Ding wird ordentlich schwer, Leute. Soll's aber auch, weil dieses Mikroskop, wenn man da einmal so dran wackelt, dann wackelt das ganze Bild. Also soll eine richtig fette, massive Base werden. Next Step Arbeitsplatte, da hatten wir schon Material. Und zwar das hier. Es ist nicht ganz gerade, habe ich gerade festgestellt. Wackelt ein bisschen, aber auch nur leicht, also nicht so dramatisch. Die soll, hoppa, im Prinzip hier drauf, natürlich ein bisschen gekürzt. Und dann hoffe ich, dass das hinter mit der Farbe gut passt. Jetzt will ich die aber nicht einfach hier irgendwie dran schrauben, sondern ich brauche noch eine Unterkonstruktion, weil es kommt noch ein kleines Top-Secret-Ding hier hinten rein. Das verrate ich euch aber erst später. Sehr schön, jetzt kommt eine ästhetische Entscheidung, Leute, denn das gefällt mir nicht. Diese schwarze, harte Kante. Ich habe noch diese alten grünen Profile, die sind hier von meiner Werkzeugwand. Die werde ich dafür verarbeiten. Und zwar finde ich diese Farbkombination mega geil. Deswegen werde ich die jetzt hier über diese Kanten setzen. Wie perfekt das passt, Alter. Das ist mal wieder Schicksal. Das gibt's doch nicht. Ist nur noch so ein bisschen krumm. Ich glaube, das sieht man fast gar nicht. Ja, so ein bisschen. Habe ich so viel von diesem Regal verwendet, Leute. Guck mal, das sind jetzt die Reststücke. Die werde ich natürlich aufbewahren. Zieht euch mal bitte rein, wie perfekt das passt. Ich habe das nicht gemessen. Es hat sich ergeben. Das ist krank. Alter, das wird so geil aussehen. Festklemmen, verschrauben. Guck mal bitte, wie schön das ist. Es ist so ein Traum. Perfekt. Gecovert. Hammer! Freunde, es geht weiter mit unserer Arbeitsfläche. Ich habe hier einen Bereich markiert, den ich ausfräsen möchte. Das mache ich jetzt und dann werdet ihr sehen, warum. Eins kann ich euch aber schon mal sagen, das soll quasi wieder hinterher eingesetzt werden. Deswegen nehme ich einen ganz feinen Fräser, 1 mm. Ich hoffe, das funktioniert. Der ist wirklich sehr, sehr zart. Ah,
Shit, abgebrochen. Ich habe noch diese 1,5 mm Fräse aus dem Zahnarztbereich. Mal gucken, ob die gehen. So, Freunde, zweiter Versuch. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt läuft. Leute, Hammer, das hat sehr gut geklappt. Ich kann mit diesen Zahnarztfräsern nur 1 cm tief fräsen. Die Platte ist aber 15 mm durch, deswegen sehe ich den Riss jetzt aus. Leute, jetzt habe ich diesen modularen Deckel mit diesem Magneten und habe das Gegenstück und kann diesen Deckel klack hier einbauen, einfügen. So, und wenn ich möchte, kann ich diesen Deckel aber auch so einfügen oder einbauen. Zack. Und habe hier so ein kleines Loch. Wofür das genau ist, werdet ihr später sehen. Ich baue jetzt einfach weiter und ihr könnt ein bisschen mitknobeln. Guckt euch das mal bitte an. Das passt so perfekt, Leute. Langsam kriege ich Angst vor mir selber. Schraubzwingen-Action! Keine Zeit für einen geilen Übergang. So Leute, das ist ordentlich verzwingt. Wir warten eine Nacht und gucken morgen weiter. Mit der Magie der Filmtechnik sind wir zurück, entfernen die Klemmen und machen weiter. Ich krieg langsam echt Angst vor mir, Leute. Guckt mal bitte der Spaltmaß. Das ist ja wohl unnormal hier, ey. Hammerschön. Hoho! Okay, nächster Schritt, hier was wegfräsen, damit ich da an den Strom und das USB komme.
Ich habe gerade eine perfekte Alternative für diesen Wackelarm hier gefunden. Und zwar an meinem Stativ. Diese Arme hier, davon habe ich mehrere, die sind so vom Filmemachen, kann man Monitore befestigen oder kleine Kameras oder so. Das ist im Prinzip das gleiche, aber in mega stabil. Das bauen wir ein. So, und weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, knall ich jetzt die letzten Sachen zusammen und dann zeige ich euch, wie das ganze Ding funktioniert. Fast fertig, Leute. Boah, ist das schön. Diese Teile nutze ich, um das MacBook zu sichern, dann kann das nicht rausrutschen. So, jetzt braucht das Ding nur noch Füße und einen Namen. Alter, ich bin sprachlos. Ich bin so gespannt, wie ihr es findet. Freunde, diese Ästhetik, ich feiere es und vor allem die Funktionalität, das ist Hammer, das Teil. Den praktischen Auszug einfach hier rausziehen, dann am Klebeband streifen, den Monitor öffnen, die Arbeitsfläche wieder zurückschieben. Sehr praktisch diese Aussparung, damit kann man das komplette Trackpad bedienen. Nun zum Highlight, die Kamera, versteckt unter diesem wunderbaren Deckel, einfach entnehmen und fixieren. Der Deckel kann einfach eingeklappt werden und wieder hier unten positioniert werden. Für mehr Arbeitsfläche, Bauteil platzieren und dann alles nachjustieren. Hier oben lässt sich die Schärfe einstellen. Für optimale Beleuchtung hat man hier noch eine kleine dimmbare Lampe. Mit enthalten diese kleine Dose, die noch Zubehör für das Mikroskop beinhaltet. Wenn man mal eine Aufnahme gemacht hat und die speichern möchte, kommt man immer schnell an die Tastatur. Der Belastungstest zeigt, das sieht aus wie ein Standbild, ist es aber nicht. Es ist einfach super massive stability stuff. An der Seite die praktische Ladeöffnung. Hier eine kleine Markierung, dass wenn man den Laptop rausnimmt, dran denkt, dieses Kabel vorher rauszuziehen, damit man sich das Ding nicht komplett schrottet. Um alles zu verstauen, einfach die Schublade ausziehen, den Monitor schließen, Schublade schließen, die magnetische Platte wieder rausnehmen, Arretierung lösen und das Mikroskop einfach einlegen. Durch etwas Leder wird das Display vom MacBook geschützt. Deckelverbreiterung aktivieren und einfach einsetzen. Unnormal.
Was ich auch immer interessant finde, so die ersten Skizzen, die Idee, wie das dann aussieht, welche Parallelen es schon gibt und was dann noch dazugekommen ist im Prozess. Mega. Freunde, ich bin so gespannt, was ihr zu diesem Projekt sagt. Das ist das, was ich machen will. Genau solche Sachen. Damit das möglich wird, unterstützt mich doch gern bei Patreon. Und vielen, vielen Dank an alle, die schon dabei sind, mich unterstützen dort. Das bedeutet mir wirklich eine Menge. Ich freue mich einfach über jede Minute, die ich durch Patreon an solchen Sachen auch einfach arbeiten kann. So, und das Beste ist, jetzt kann ich endlich meine Disco-Box reparieren. Schnell gemacht, hat nur eine Woche gedauert, das Ding zu bauen, kein Problem. Ja, tschüss, danke fürs Zugucken, schön, dass ihr immer da seid und supportet. Muah, muah. Oh, fuck, das war knapp.